Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Hier in der letzten Folge habe ich eventuell übersehen, dass ich keine Kohle mehr produziert habe und dadurch fast oder habe zu einem Blackout geführt in bestimmten Bereichen unserer Mine, was natürlich nicht gut ist. Jetzt sind wir dabei, wieder neu auszumünden und wir sehen jetzt schon, wie massiv unsere Kohleprojekte laufen einfach. Also das ist schon der Wahnsinn, was hier schon wieder rausgeholt ist. Wir müssen jetzt gleich nochmal planen, wie wir das weiterführen. Damit das einfach weiter auch so gigantisch arbeiten kann. So. Ich denke mal, so sollten sie fürs Erste genug zu tun haben. Und auch Kohle schön verbreitern können. Ah, hier haben wir eigentlich vorbereitet mal auf Brenngas. Genau, wir hatten ja nicht mehr genug auf Lager, deswegen haben wir das wieder eingestellt gehabt. Ladevorgang für Ölbohrinsel ist abgeschlossen. Dann schicken wir ihn doch mal hier hin und tun die Fracht ausliefern und die nächste Ölbohrinsel erschließen. Weil dann können wir endlich wieder Öl holen und dann ist eigentlich dieses Öl, was wir hier außen holen, nur noch Backup. Dann tun wir das wirklich nur noch abbauen, um Backup zu haben. Wir tun dann also da Lager hinstellen, die massiv sind und werden dieses nur verwenden. Da schaut man, oh, schön eine Straße im Nirgendwo. Auch nicht schlecht. Schaut euch das an. Wir buddeln die Reste hier weg, um den Berg frei, um einfach eine Straße zu haben, mit der man fahren kann. Auch nicht schlecht. Da seht ihr auch nur bei mir hier. Also das kann ich euch versprechen, das macht kein anderer. So ein bekloppten Scheiß. Eigentlich könnt ihr auch überlegen, das Ganze zu plätten, aber... Wo dann Ölbohrplattform, Ölbohrinsel geliefert, perfekt. Bedeutet, wir haben jetzt bald gleich eine zweite Ölbohrinsel. Die auch Öl erschließt. Wie viel macht die? 18 die Minute, das ist auch nicht schlecht. Die macht 45 alle 20 Sekunden, die macht 18 alle 20 Sekunden. Frachtladen, Schiffsaufträge. Für 200 könnte ich sie nochmal verbessern. Eigentlich gar nicht schlecht auf Stufe 4? Von Stufe 2 auf Stufe 4? Ah, das ist eine Ölbohrinsel Stufe 6. Hä? Okay, ganz verstehen tue ich es nicht. Ich würde sagen, wir tun es verbessern und gleich nochmal den Ladevorgang beginnen lassen. Ich will, dass die Ölbohrinseln einfach voll ausgenutzt werden. Ich hoffe, dass dadurch, dass hier alles schneller funktioniert und somit die Lager auch schneller voll sind. Werden wir jetzt ja dann sehen. Aktuell sinkt die Einigkeit wieder. Warum das? Wasser? Kriegt ihr nicht genug Wasser ran? Es scheint nicht auszureichen. Was sagt er dazu? Das schaut besser aus. Dann sollte ja jetzt das Problem Wasser gelöst sein, oder? Er sagt immer noch nicht gut. Oder reicht das eine Ding hier nicht mehr aus? Hat doch bis jetzt immer ausgereicht. Müssen wir natürlich das dementsprechend auch verbessern. Schnell liefern ist da nicht, weil es muss die komplette Leitung natürlich verbessern. Ah, total vergessen. Hier ist ja noch ein alter Anschluss dran. Wir tun jetzt gerade alles ins Schiff verladen. Also beziehungsweise erstmal ins Dock, glaube ich. 65 fehlen noch. Und wir haben wieder kein Holz. Okay, das ist langsam echt problematisch mit dem blöden Holz. Kriegen wir die Bäume wenigstens geholzt? Scheint so. Sonst würden sie jetzt gleich nicht hinfahren. Beide Bagger haben keinen LKW, der sie
unterstützt. Scheiße. So. Bevor das wir hier oben erschließen, können sie natürlich hier oben die Holzernte durchführen. Weißt du was? Das werden wir jetzt als erstes gleich in Angriff nehmen. Wir tun euren Bereich editieren. Kümmert euch erstmal um das Gebiet hier bitte. Ich glaube, das ist doch um einiges wichtiger. Und buddelt euch dann hier durch. Aber dafür muss halt erstmal die Straße passen, ne? Oder du musst uns erstmal mit der Straße hier durchbuddeln. Ah, da sieht man, was für einen Auszug wir schon gemacht haben, ne? Was für eine Masse das ist. Immer wieder sehr erstaunlich zum Sehen. Das Brot reicht schon mal, aber die Nahrung sollte eigentlich gut sein. Warum sehe ich nicht mehr Nahrung? Doch hier oben, 27 Monate. Nur 700 zur Verfügung. 300 hat der und der hat 400. Wahnsinn, okay. Ich hätte echt gedacht, dass die beiden schneller das hinkriegen. Okay, das wird jetzt problematisch langsam. Müssen wir irgendwie das upgraden. Was ist hier los? Achso, das ist im Upgrade-Prozess noch. Das will er mir damit sagen. Machen wir doch LKW-Import jetzt nochmal an. Dann können die LKWs schnell hier einfach ein bisschen was klauen. Und das schnell da reinliefern. Bis wir wieder Holz haben. Und dementsprechend sollten wir dann fürs erste wieder ein bisschen was haben, weil Stufe 1 kriegen wir schnell produziert. Das ist jetzt nicht das Problem am Ende. Das Holz ist aktuell das Problem. Und ich bin am Überlegen, ob wir das Holz lief, ob wir das Holz wieder anbauen. Sollten wir wahrscheinlich einfach, ne? Bauen gleich die große Variante und schon ist angeschlossen auch. Schnell liefern. Die können jetzt schnell das Öl auspumpen. Weil 360 kein Gebiet zur Verfügung. Was? Buddel dich mal langsam hier hinten ran. Das könnte etwas sein. Also die Produktion hat sich schon auf jeden Fall mal erhöht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Wie viel brauchen wir hier noch? 5 Stück. Okay, dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem Weg, dass nach den 5 die Produktion in die neue Leitung reingeht. Dass wir die vergrößern können. Weil aktuell haben, vielleicht haben sie es abtransportiert, das kann sein. Ist die schon geupgradet? Die ist geupgradet. Ich bin erstaunt. Dann machen wir jetzt hier auf Aus wieder die Lieferungen.
Gibt es jetzt keine Lieferung mehr? Bin ich eh zufrieden mit so. Und bei der nächsten... Ah, da ist er schon. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's Holz. Jetzt können die wieder Holz liefern anfangen. Jetzt können die wieder Holz liefern. Das ist super. Schauen wir noch auf die Kohlemine. Ja, die geht gut voran. Das Kohlelager wird auch immer voller und somit auch unsere Produktion. Der Backup-Lager, das Backup-Lager für die Sachen sind hier auch gut befüllt. Und somit sind die Gase hier auch gut dabei. Perfekt. Das bedeutet auch wieder, dass wir jetzt anfangen wieder zu produzieren. Na, nicht in der Menge, die wir haben wollen würden, aber immerhin etwas. Hauptsache, sie fahren durch die Mine durch. Jetzt sind die Lager auch hier wieder voll gut. Good to know. Das ist alles ein bisschen verzwickter wie gedacht wahrscheinlich, aber... Es wird. Jetzt sind wir hier endlich auch angekommen. Ah, sie haben sich eine neue Straße gesucht. Okay. Auch nicht schlecht. Aber jetzt wird, wie es scheint, oder denke ich mal auf jeden Fall, gleich mal die erste Straße angegraben. Das Schüttgebiet erhöht sich auch wieder. Alles schön und gut. Das wird schon noch was. Holz haben wir auch schon wieder da. 200 schon wieder auf dem Lager. Das ist ein Wahnsinn. Ja, jetzt geht die Holzproduktion auch gut voran. Können wir das upgraden? Ja, können wir. Das ist, glaube ich, in dem Fall gar nicht schlecht. Weil es das einzige ist, von dem wir viel zu wenig haben. Und dann geht die Verteilung schneller. Jetzt kommt es zum Stehen. Weil jetzt haben wir wieder genug hier. Das Lager füllt sich langsam auch wieder. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir 1 und 2 wieder voll kriegen. Dann können wir uns um 3 wieder kümmern. Aber wenn die beiden voll sind, stehen wir schon mal schön da. Ich will das dazwischen verbessern. Das ist so ein Chokepoint jetzt eigentlich aktuell. Dann sollten die da hinten auch nicht so lange warten müssen. Die Chokepoints einfach mal verbessern. Weil danach verteilt sich ja wieder. Da wird es ja wieder gut. Aber da, wo sie zusammenhängen, ist natürlich dauerhaft ein Chokepoint. Und das wird natürlich auch so bleiben. Jetzt sehen wir schön, dass es alles wieder steigt. So wollen wir das eigentlich. Oder so wollten wir das immer die ganze Zeit schon. Das wird jetzt auch nochmal ein Chokepoint, der verschnellert werden muss. Schön, zack, zack, zack. Dann geht das schön ins Lager rein. Das läuft super, super. Wenn ich überlege, dass das Lager schon schneller voll ist wie das hier. Respekt. Also auch im Gegensatz zu dem muss es nicht teilen, sondern es wird alles hier reingeschoben. An Leistung. LKW sind mittlerweile ausgelastet. Ja,
Langsam werden die Kohlelager voll. Es dauert, aber es wird. Und wir haben die nächste. Nachher werden die beiden noch verbunden. Das wird dann das Heftigste, weil dann müssen die alle hier außen rumfahren. Oder sie nutzen in Zukunft die Durchfahrt. Muss ich so sagen, zum Glück gibt es Verbindungsstraßen, weil das wird nachher eine tiefe Mine. So oder so. Wie schaut's hier aus? Das ist leer, warum ist denn das leer? Ah, weil der jetzt öfter fährt, deswegen werden wir auch wahrscheinlich mehr eine Production haben aktuell. Ja, das ist alles leider nicht so leicht. Wie schaut's denn hiervon aus? Der Schlauch ist voll. Bedeutet, jetzt sollte der Großteil hier reingehen in die Produktion. Wie viel produzierst du? 16 Mitteldistillate und brauchst 16. Also ist das ja alles eigentlich im guten Bereich. Dann sollten wir ja ganz gut dabei sein. Das muss irgendwann ausgetauscht werden. Das ist natürlich jetzt aktuell nicht der Hit. Ich weiß nicht, was sie mit dem Wasser haben. Brauchen die noch mehr Wasseranschlüsse? Wie scheint, wollen die mehr Wasser. Aber ich check's noch nicht so ganz, warum. 87 Monate. Das ist, wie lange die aktuelle Mittelversorgung hält. Ja, Brot haben wir sehr viel. Gemüse und der Rest ist so ein bisschen blöd aktuell. Warum auch unbedingt der nicht nachkommt. Ich check's nicht, warum Gemüse vor allem jetzt so hinterherhinkt. Habe ich hier irgendwas umgestellt gehabt, damit kein Gemüse wächst? Nee, eigentlich nicht. Komisch. Komisch. Ist so, als ob irgendwas fehlen würde oder nicht ganz reicht. Aber langsam scheint die Produktion wieder gut zu laufen. Ah, schau an. Sie sind voll. Ja, dann ab darüber. Jetzt müssen die erst auch nachproduzieren, weil ich alles überfüllt habe. Hupsala. Läuft hier überall nach, das sollte hoffentlich dann echt reichen. Wie viel brauchen denn die? 8 Stück. Aber das Lager füllt sich jetzt auch wieder. Aber wir stehen echt gut da, würde ich sagen. Was wir jetzt überlegen müssen, ist, wie wir am besten. Also, wir können es natürlich auch vor Ort produzieren. Mit Stahl können wir nicht noch. Mit wenig Stahl können wir viele Maschinenteile produzieren. Was er jetzt macht. Nein. Das blöd aus. Gut. Dann schnappen wir uns hier ein bisschen Stahl. Ziehen den hier rüber. Machen wir das so. Das muss ja dann hier drunter sein. Wir müssen als erstes Stufe 1 Materialien herstellen.
Was ich gerne machen wollen würde. Das hier entfernen. So. Und dann kann man rein theoretisch noch eine zweite Stufe anrichten. Einfach um die Produktion auf voller Leistung zu halten. Flaches Förderband. Schnelles Liefern. So. Dann machen wir Stufe 2. Und dadurch kriegen wir das dann alles schön hier hin. Du sollst dann mir die Teile produzieren. Bedeutet, ich muss mit einem flachen Förderband mich hier ansneaken. Hier reingehen. Natürlich hier wieder alles aus. Und dann können wir danach oder warte mal, wir können rein theoretisch das sogar in einem Schritt machen. Schnelles Liefern. Und dann kriegst du von mir jetzt hier die Wissenschaft noch rein. Das sind doch elektronische Teile. Elektronik. Ah, Ausgabe ist voll. Das ist jetzt ein Problem, oder was? Also, warte mal. Dann können wir das hier relativ easy lösen. Wir machen Stücklager. Stellen das hier hin. Dann machen wir einen Kabelfilter. Flacher Sortierer. Kollision mit Gelände, was? Alter, weil es hier uneben ist. Aha, das gibt's doch gar nicht. Wir brauchen mal kurz euch hier. Könnt ihr das mir kurz erledigen? Zu filternde Produkte sind mechanische Teile. So, jetzt sollten die gleich mal hoffentlich die Bagger kommen und alles. Und baggert ihr mal bitte den Blödsinn hier weg. Kann mir doch keiner erzählen. So, dann kann ich das flache Förderband hier wieder um die Ecke legen.
und hier wieder anschließen. Dann ist es nicht mehr im Ausgabebereich drin, sondern im Importbereich drin. Und kann daher das Ganze machen. So, Bereich editieren. Zack. Dann hat das hier die ganze Wissenschaft. Dafür kriegt das hier gleich ein Stücklager angesteckt. Und durch den Durchgang sollte das Ding eigentlich relativ flott das alles produzieren können, so wie es braucht. Und dann als für die Stufe 3 brauche ich nur Stahl. Das habe ich ja auch da. Wie lange brauchst du zum Produzieren von dem normalen Wissenschaftszeugs? Ah ne, warte mal. 10 Sekunden. Oh, ich habe gesehen, dass der nur Stahl braucht. Das war gleich das hier. Brauche ich Flüssigstickstoff jetzt. Den muss ich jetzt dann produzieren. Oh, das wird noch lustig. Aber dann hätten wir es. Dann haben wir so einen Mini-Zyklus jetzt erledigt sozusagen. Der sich immer wieder selber auffrischt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.